Wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe von Dinner für zwei hier aus der Marx-Halle in Wien. Ich habe heute wieder zwei unglaubliche Gäste eingeladen. Sie ist eine großartige Schauspielerin und mittlerweile eine große Stütze des Theaters in der Josefstadt. Abgesehen davon ist sie eine der liebenswürdigsten und goschertsten Frauen, die ich kenne. Susanna Wiegand. Er ist ein einzigartiger Schauspieler, bekannt, wie man in Wien so sagt, aus Film, Funk und Fernsehen. Und er ist in der Tragödie genauso zu Hause und überzeugend wie in der Komödie. Alexander Jaksch. Schönen guten Abend, meine Herrschaften. Liebe Frau, bitte hier Platz zu nehmen. Oh, das ist. Danke vielmals. Meinen Job übernimmt nichts. Dann komme ich zu Ihnen, schauen Sie. Danke, das ist sehr lieb. Also bitte. Sind Sie der Kursleiter? Nein, ich bin der Butler. Also, ich werde Ihnen heute ist das Abend. Ist nicht der Kurs? Ein Leben nach dem Theater? Nein, ich bin vom AMS hierher gestellt. Oh, ja, das ist schon richtig. Das ist schon richtig. Das sind Sie auch, ja? Ich freue mich sehr. Sehr, ja. Danke. Danke vielmals. Das AMS hat sich aber ein bisschen Mühe gegeben, kann man sagen. Ja, wir werden Ihnen heute ein dreigängiges Menü servieren. Sehr schön. Danke. Wobei ich Sie bitte, bei jedem Gang jeder eine Aufgabe zu erfüllen, die der andere möglicherweise erraten könnte, muss aber nicht sein. Im Vordergrund ist der Spaß am Spielen. Schau. McDonald's? Nein, Salat. Sie bekommen heute, wie gesagt, ein dreigängiges Menü. Ja? Zu gewinnen gibt es natürlich nichts, weil OF3, drei Gänge, sollte reichen. Ja. Guten Appetit. Die Kantine hat schon länger zu, aber ich glaube, er schaut noch frisch aus. Ja. Fangen wir schon an? Es läuft schon. Es läuft schon. Okay. So, bitteschön. Ausgezeichnet. Ihre erste. Ich weiß nicht, ob Sie das gemacht haben. Nein, dann würde ich mich nie erdreisten. Darf ich bitte das wieder haben? Ja. Ich steck's eh nicht ein. Man weiß nicht. Ist zwar nicht aus Silber, aber wir hatten schon. Nicht laut vorlesen. Nein, um Gottes Willen. Einfach die Aufgabe erfüllen. Wir lassen das Zettel auch da, wenn Sie wollen. Nein, ich merk's mir, hoffentlich. Das ist übrigens wie aus meinem Leben gegriffen. Das freut mich. Möge das Dinner beginnen. Es ist eigentlich. Wie bekommt Ihnen der Salat? Ja. Man muss halt schauen, dass er gut gewaschen ist. Ja. Haben Sie irgendwie Unverträglichkeiten? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass ich es habe. Also. Sie haben es nicht? Es sind Unverträglichkeiten im Raum, auf jeden Fall, aber. Naja, das ist ja energetisch sowieso zu spüren. Ja. Aber wir könnten ja ein bisschen die Energie vielleicht ein bisschen das reinigen. In anderen Fällen würde das helfen, aber in meinem Fall ist es doch tiefer. Tiefer? Was ich sagen muss, ist, ich bin's nicht. Ich auch nicht? Nein. Nein. Auch Sie sind's nicht. Es ist die dritte Person, die das Problem hat. Hab's mir aber schon gedacht. Ja? Bin ich hier hereingekommen und haben mir gedacht, die hat es. Mhm. Die hat es. Schon beim Reinkommen wusste man's. Ich sag nur, vom Winde verweht. Flatulenzen direkt, ja. Naja, das kann passieren, ja, wenn man zu viel rohen Salat isst. Ich würde es nicht essen. Ich wollte gerade sagen. Weil ich würde ihn kochen. In dem Moment wollte ich sagen. Kochen, kochen, kochen. Lassen Sie die Gase rauskochen. Sehr schön, schönes Wort. Also, diese Person hat Flatulenzen. So ist es. Naja, schade. Ja, vor allem für mich schade. Haben Gnädige Frau eine Vermutung? Nicht die leiseste Ahnung. Sollen wir dann noch ein bisschen warten? Es könnte, könnte sein, dass Sie schon erraten haben. Ja, Sie waren noch nicht, Sie waren nicht weit weg. Ah, der Ober hat Flatulenzen. Und hatte bei Ihnen flatuliert. Nein. Es ist nicht ganz so, es ist der richtige Weg. Okay. Es geht in die richtige Richtung. Ah, der Ober, du wolltest sagen, der Ober hat Flatulenzen, aber es bist du gewesen. Bravo, Susanna.
Das ist. Ich muss mitloben. Ich finde, ich habe das wirklich. Ich hole so für die gnädige Frau die Aufgabe. Ja, ich freue mich schon. Toi, toi, toi. Oh, danke vielmals. Schau, entzücken. Darf ich denn noch ein Stückchen? Ja, sehr gern. Bitte. Dann während die Gnädefrau entziffert. Wenn du irgendwas nicht lesen kannst, sag's mir. Eine Wahrsagerin natürlich, die da stattfindet. Schauen wir mal nach, ob es stimmt. Ja. Wie schaut es denn aus im Salat? Wie schaut es aus im Salat? Es wäre schön gewesen, aber es geht nicht. Warum geht's nicht? Es geht nicht, weil nichts passt. Es ist alles an dir so. Es tut mir furchtbar leid. Aber du kannst jetzt nicht weitermachen. Schau, es steht im Salat. Es steht alles im Salat. Habe ich denn vielleicht auf eine andere Art und Weise irgendwie eine Möglichkeit, nein, dass ich mich... Nein, hör auf! Ich bin so wie Scheiße. Vor 20 Jahren steht's im Salat. Ich hab doch... überhaupt keine Ahnung, was hier passiert. Aber es ist wahnsinnig lustig. Na, ich find's ziemlich arg. Oh je. Da ist gar nichts, kein Brokkoli, kein Sellerie, gar nichts. Da ist kein Gemüse drin. Ne? Nichts, nichts. Eine alte Gurken, verstehst du? Man muss ja alte Gurken dann helfen. Na, ich find das auch, wie du dich benimmst immer den letzten 20 Jahren. Und diese Anrufe immer, diese ganzen. Ich bin ein Stalker. Es kotzt mich so an. Auch wenn sich die Irritation breit macht, haben Sie vielleicht eine Idee? Ich werde was versuchen. Das ist doch wunderbar. Es geht um Sexualpraktiken, die du aus dem Salat erkennen kannst, dass sie nicht funktionieren. Ich habe es oft versucht. Ich bin irgendwie ein Stalker oder sowas und versuche bei dir irgendwelche... Ich sollte dich dazu bringen, dich zu entlieben, weil du mich seit so langer Zeit liebst. Ah. Und als Wahrsagerin muss ich dir aber sagen, dass es keine Möglichkeit gibt. Das geht nicht. Okay. Keine Chance. Ja, also das Gefühl hatte ich auf jeden ja, Fall. Ja, ja, ja. Darf ich Ihnen den Wahrsagersalat, aber passen Sie auf. Einschweißen. Er war hervorragend. War auch sehr gutes Dressing, kann man an die Küche weitergeben. Ja, aus der Kantine, die ist seit Wochen zu. Sagen Sie es dem Kondos, bitte. Auf unsere Liebe. Danke, es war sehr schön. Danke sehr. Sehr schönes Vorspiel. Du darfst da dazwischen mit mir reden. Ja, ja, wir reden eh. Ja, aber du bist dann so leise und so. Naja, weil ich jetzt große Angst habe vor der nächsten Aufgabe. Ich hab sowieso schon Angst, wenn der Herr Felbel kommt. Aber ich habe noch mehr Angst, wenn eine Aufgabe dabei ist. Das tut mir leid. Nein. Bitte, liebe Gnefa. Die Gnocchi. Ich kenne sie ja nur so. Dankeschön. Wollen Sie vorher kosten oder einfach nein, für die Stärkung? Gerne, ich möchte gerne runter. Okay. Zur Sicherheit. Wenn ich ob ich nachher noch einen Hunger habe. Dankeschön. Ich danke vielmals. Ja, aber bitte darum. Nein, ich traue mich nicht. Es traut sich hier niemand zu essen, niemand fürchtet sich. Nein, aber ich habe nur so viel Besteck da liegen. Ich glaube, ich habe es falsch gemacht. Das, es gibt kein Falsch. Nein. Ich nehme jetzt das Innere. Großartig. Toll. Toi, toi, toi. So, jetzt müssen wir dann nur schauen, dass das alles, gell? Wenn das nicht, ha, sowas. Monk geht mit mir na, essen. Hier ist ja überhaupt nichts sauber. Das ist einmal das Allererste. Wie kommt man in ein nettes... Ist es da? Wie, was? Ist da was? Also ein bisschen. Ein bisschen? Unsauber? Nein, es ist nichts Optisches. Schade. Muss man sagen, dass hier, da zahlt man wirklich extrem viel für diesen ganzen Abend. Ne? Mhm. Und dann ist da alles... Riecht hier nicht gut? Sieht man ganz gut, wenn man vor dem Essen vielleicht einmal auf die Toilette geht, ne?
ist vielleicht kein Fehler, einfach wenn man in ein feines Restaurant geht, dass man vorher vielleicht eine kleine Katzenwäsche. Ich hatte eine große Katzenwäsche, möchte ich dir sagen. Auch die Dreadlocks könnte man vielleicht einmal. Welche Dreadlocks? Die Dreadlocks. Die Dreadlocks, die du hast, meine Liebe, bei aller Liebe. Es ist wirklich. Es ist. Ich bin nicht Bob Marley. Ich kann nicht. Na? Ich kann nicht. Dann. Soll ich dir was? Nein, ich kann. Nein, nichts sollst du. I shot the sheriff. Nein, das auch nicht. Nichts. Ist keine Lösung, das nein, Singen. Nein. Es ist ganz intensiv, was hier rüberkommt jetzt. Von deiner Seite. Das muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich hab Nocki. Nein, es ist nichts. Es handelt sich nicht hier ums Essen. Ja, um wir was? Sind, um Körpergeruch? Ich möchte ein bisschen eine Vorbereitung, dass man zumindest ein kleines Deodorant oder was, auch wenn ein Alu drinnen du ist, es ist wurscht, aber so irgendwas ein bisschen. Zwanghafter Mensch. Ich verstehe überhaupt nicht, warum ich mit dir noch zusammen bin. Mir ist der Appetit vergangen. Total? Total. Du nämlich bist Monk. Langsam. Monk. Langsam muss ich dir ganz ehrlich sagen, es war zeitlang wirklich sehr schön, aber wir müssen Körperpflege, technisch müssen wir was tun. Du bist und da möchte ich, dass du ein bisschen auf meine Ratschläge auch eingehst. Du bist der Dr. Merin. Ein bisschen eine Pflege machen. Schau mich an. Ich lade dich da ein in das Restaurant. Ja, ich habe mich und es kommt hier ein Schwall herüber. Das kannst ein was für ein Schwall? Das kannst du nicht bringen. Vielleicht hattest du auch mal wieder Schweißfüße, wie vor nein, fünf es Jahren. Nein, zum Beispiel sicher nicht von mir. Nein. Das weiß ich, nein. Weil ich das sehr aufpasse. Passt du auf? Ungefähr 5 bis 22 Mal die Füße wasche pro Tag. Und bei dir passieren da manchmal Dinge. Du hast ich sage keine Fauxpas. Keine Fauxpas. Waschzwang. Du bist, hast Zwänge, Waschzwänge, Putzzwänge. Ruf den Dr. Merin. Ja, der hilft mir jetzt auch nicht mehr. Jetzt sitze ich da mit dem teuren Essen. Ja? Ja. Und was kann ich dafür? Ich kriege auch kein Wasser übrigens. Ich werde hier nur alkoholisch bedient die ganze Zeit. Sie haben nichts bestellt, verzeiht sich. Der ist ja auch nicht sauber. Ich hätte gerne einen anderen Gast, bitte. Haben Sie eine Vermutung? Also er ist, hat Waschzwänge, Putzzwänge und beschuldigt mich zu stinken. Was aber gar nicht stimmt. Ja, kann man das durchaus sagen. Kann man das schon sagen? Danke. Bitte, liebe Gnefa. Jetzt fahre ich wieder die Brille. Warte, den Ring. Ich nehme ihn. Danke. Es ist wieder so lang. Dank und aber Dank. Ja? Ja. Was der Kuchen übergelassen hat, war mal. Ich weiß gar nicht, ob ich es dir überlassen habe. Aber. Vielleicht noch ein Wasser. Vielleicht noch. Unbedingt. Ja. Bitte. Geht schon los, warten, wir müssen erst. Nein, das ist alles in Ordnung. Ist alles in Ich weiß eh die Familie, weißt? Der Onkel, die Tante, die ganzen Anverwandten, ich meine, sie hängen ja da überall in der Galerie, weißt? Aber schau, es ist so. Wir sind ja schon hunderte von Jahren da. Ja. Man muss sagen, du als Familienoberhaupt hast das nicht verstanden, es zu bewahren. Es ist halt nichts mehr nah. Aber ich habe eine Idee. Und ich weiß, du wirst gleich einmal Nein sagen, weil du in deinen Ansichten immer Nein sagst. Weil du deine Ansichten sind nicht meine Ansichten. Mhm. Du hast mich geschickt nach Hogwarts. Wohin? Nach Hogwarts. Nach Hogwarts, direkt. Da habe ich den Doktor gemacht. Ja. Und dann war ich in Yale. Ja. Viele Jahre. Und du weißt, ich habe dort viel erreicht. Aber ich bin zurückgekommen wegen dir. Weil du gesagt hast, nein, ich brauche dich da. Ich brauche dich da ganz dringend. Ja. Weil es ist vorbei. Die vielen Ahnen, die vielen Bilder, die großen Räume, es ist alles nicht mehr. Und ich sag's dir jetzt ganz ehrlich. Bitte, ich möchte dich umbitten. Und du wirst mir danken. Ja. Schau, auf der Welt gibt es so viele, die da daherkommen. Ja. Und ich meine, die zahlen ja nicht schlecht. 19 € pro Tag pro.
Das kriegt man hin. Wenn du zustimmst, ja, dass wir das machen, was ich glaube, das richtig ist. In 2 Jahren sind wir wieder sauber. Ich verstehe. Können wir alles wieder machen. Partys, Boote, Bubs, alles. Bubs. Bubs. Partys, Boote, Bubs. Fett Blanche, Fett Noir, Fett Rouge, Wurst, Fett Fett. Fett Olle. Fett Olle. Aber du musst trotz deiner Gesinnung einwilligen. Rechts ist eine schöne Seite, aber auch links. Ich weiß schon, wer ich bin, ja. Das ist mir schon klar, wer ich bin. Nur bei dir bin ich mir nicht ganz sicher. Ich bin deine Jüngste. Du bist meine jüngste Tochter. Und es ist so, schau, wenn wir diese Ameisen, wo sie auch herkommen, Italien, über Griechenland, die kommen ja überall. Ja, es geht um die Flüchtlinge, das ist mir alles klar. Ich bin HC Strache. Nein. Nicht, aber ich bin irgendein rechter Geselle. Groß. Du bist meine jüngste Tochter. Er ist wieder gestolpert. Und Verzeihung, das war nicht vorsätzlich. Haben Sie eine Vermutung? Für uns wird es gut sein. Du, ich sag das. Ja? Ich weiß, dass ich nicht der Strache bin. Ich bin irgendein rechter Geselle auf jeden Fall. Du bist meine jüngste Tochter, die aber spricht wie Christiane Hörbiger. Und willst mir einreden, dass wir mit einem Deal quasi die Flüchtlinge hereinlassen für 19 Euro pro Tag und dann können wir, glaube ich, Schwarzgeld oder irgendwas wieder waschen? Oder, ja, ich ungefähr. Möchte, dass wir das Schloss umbauen in ein Asylantenheim. Okay. Das war gut. Ich war wieder wahnsinnig stolz. Ich wollte nichts sagen, weil ich traue mich nicht. Also ich aber das bevor Sie sich loben wollten. Ich glaube, ich mache das jetzt nicht. Du bist ja die Einzige im Raum, die eine Ausbildung hat. Das muss man auch einmal dazu sagen. Na, du auch. Eine kleine, aber doch. Als Maurer. Ja. Gastronomie habe ich auch gelernt. Ja, Entschuldigung. Ja, aber Entschuldigung. Nicht in der Gastronomie das von uns. Aber. Jeder. Ja, aber ich habe es gelernt. Ach so, nein. Ja, ja, ich das heißt noch lange nicht, dass ich es kann. Kann. Nein, das absolut. Ich danke vielmals. Ich bin gleich wieder da. Die Familienbande hast du dann schon gespürt? Ja, ich hab's dann gespürt, ja. Entschuldige, wenn du das nicht spürst, wer soll das spüren? Das Dessert kommt schon. Das ist ja ein Chiasamen. Joghurt, stimmt's? Nein. Mohn. Ja. Das ist Mohn, okay. Tendenziell eher Mohn. Also hier ist es Mohn. Hier hoffe ich, dass es auch war. Dankeschön. Mit ein bisschen an Zwetschgen. Na, wow. Kirschenröster, glaube ich, schätze ich. Danke. Also, schau, das, obwohl sie essbar ist, die Blume. Na, das ist ja. Schaut sehr schön aus. Ja? Ja, danke. Bitte schön. Danke, das ist sehr lieb. Gesagt. Ja, man kann nicht sagen, dass wir nicht eingespielt haben. Ja, das kann man so nicht sagen. Ich süßes. Oh ja, oh ja, oh ja. Ich traue mich nur nicht vorher, weil wer weiß, vielleicht muss ich spucken, wenn es so lustig ist. Das ist nicht meine Schuld, sag's dir ganz ehrlich. Es juckt wahnsinnig. Aber es ist nicht meine Schuld. Da kannst du sagen, und ich weiß, dass du mir misstraust und dass du glaubst, dass das eine... Ich kann kaum ruhig sitzen, aber ich kann mich an nichts erinnern. Ich kann mich an nichts erinnern. Ich versuche jetzt, durch diesen Pudding die Schmerzen ein bisschen zu lindern. Vielleicht, wenn du den Pudding auf den Allerwertesten schmierst. Du kannst dir nicht vorstellen, wie mich das juckt. Schau, ich wollte es ja nicht machen. Nein. Aber du hast wieder gesagt, lass uns doch einmal was Neues probieren. Aber du warst ja gar nicht dabei. Du warst ja nicht dabei bei diesem einen Mal. Und dass ich mich nicht erinnern kann, meine Liebe, wenn man mir was ins Getränk gegeben hat. Und dann hat mir was ins Getränk gegeben. Ich bin aufgewacht und es hat gejuckt. Im Moment. Wo? In Bangkok? Nein. Nein. Wo wir gerne auch zu zweit sind. In unserem Beisel unten. Im Espresso. Wenn wir manchmal sitzen. Es ist furchtbar. Und ich kann dir wirklich sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann dir nur eines sagen, es juckt höllisch. Und ich denke sogar an eine Amputation. Vom Popo? Nein, vom Popo nicht, weil es wäre schwierig zu sitzen dann. Boden? Wenn du noch ein bisschen weiter raufgehen möchtest.
Also was liegt auf den Hoden drauf? Mal. Das Glück. Genau. Und dieses Glück brennt wahnsinnig. Schau, ich habe dir die ganz normalen mitgegeben. Ja. Ich habe gesagt, nimm die hast du immer. Nein, du hast ja die neuen ausprobieren müssen. Das Furchtbare ist, ich bin dort gewesen, ich habe wie immer dieses Achterl Weiß getrunken, ja, das wir oft gemeinsam trinken. Ja. Und dann plötzlich... Jeden Freitag dürfen wir auch mit anderen, hast du gesagt. Aber ich war weg. Ich habe es ja gar nicht bewusst gemacht. Ich weiß ja nicht, was mit mir passiert ist, meine Liebe. Naja, und wer war dann dabei, wie du aufgewacht bist? Du. Beim Aufwachen warst du wieder dabei und hast gesagt, das kann nicht sein. Aber ich weiß auch nicht, wie ich nach Hause gekommen bin. Bist du zu Hause aufgewacht? Ja. War ich dabei? Du warst dabei, aber erst beim Aufwachen. Davor gibt es ein langes Loch, ein großes. Ich weiß es. Das war der Gift-Efeu. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, ob du auf der richtigen Spur bist, aber es ging nicht schlecht. Von wegen Gift-Efeu, das weiß ich nicht genau, ob das so ist. Achtung, da ist... Oh, danke für die Hilfe. Jetzt fast. Das finde ich entzückend, ja, diese Frage. Der ratlose Blick. Großartig. Soll ich oder wollen Sie? Machen Sie, weil ich habe überhaupt keine Ahnung. Also er hat ein Geschlechtsteil, ein juckendes. Ja. Ein juckendes Geschlechtsteil? Warum, weiß ich nicht. Weil es im Kaffeehaus mehr gefallen hat. Ja, das ist nicht so schlecht und ich kann mich an nichts erinnern. Könnte auch eine Ausrede sein, natürlich. Ne? Er ist fremdgegangen und hat ein juckendes Geschlecht. Nein, nein. Er sagt, dass es... Juckt. Dass man ihm, nein, dass es juckt. Nein, dass man ihm was reintan hat. Aber dabei stimmt das gar nicht. Das weiß man nicht. Man hat mir K.O.-Tropfen, ja, in meinem Stammbeisel K.O.-Tropfen reingegeben und ich bin aufgewacht und... Ich habe ein Genitalherpes. Okay. Und ich muss dir das erzählen und dir ja, aber das sagen, war eh das, so was ich mir gedacht habe. Habe ich das nicht gesagt? Ja, so zwischen. Währenddessen war das auf jeden Fall schon an der Oberfläche. Das, was zwischen den Zeilen war. Ich glaube, ich habe das schon ein, zwei Mal. Ich glaube auch. Ich glaube eindeutig. Ich war wieder sehr gut, finde ich. Das freut mich auch. Das war sehr gut. Ach Gott, da ist der Ring. Dank und Aberdank. Lauter ordinäre Aufgaben. Nein. Nein, aber schon tendenziell in eine Richtung schon geht. Ne? Weiß nicht, was Sie für Assoziationen auslösen bei der Redaktion. Ja. Lass uns wieder da. Irgend nach. Irgend nachschauen. Tor, Tor, Tor. Sollen Sie Bar oder mit Karte? Bar. 27,50. Bitte. 27,50? Ja. Ist aber äußerst günstig, oder? Ja. Heute haben wir nimm 3, zahl 1. Ich stehe. Huh, das passiert mir nicht so oft. Ich meine, wie viel habe ich am Tag? 50, 60 Lieferungen und so. 50, 60 Lieferungen? Aber sowas passiert mir nicht so. Bin ich ja, 27,50. Darf ich kurz reinkommen? Ja, natürlich dürfen Sie reinkommen. 27,50. Ja. Wenn Sie es nicht ganz bar haben, macht es ja nichts. Gut. Ja, dann kann ich es auch anders zahlen, oder wie? Ja. Können es auch in Naturalien abarbeiten. Bitte. Gut. Na, was ist? Ja, sehr gerne. Ist der Wert die 27,50? Auf jeden Fall, ja. Darf ich mir noch irgendwo frisch machen? Ja, natürlich. Vielleicht gehen Sie auf die Toilette kurz. Hast du Lust? Ja. Machen wir es an, oder? Ja. Wo müssen wir hingehen? Können wir es überall machen?
Mein Bett war jetzt schon leibender. Okay, verstehe. Aber weißt du, so lange habe ich nicht Zeit, weil ich muss noch 10 Lieferungen gibt's noch. Aber wui die Bui. Also du bist eine Prostituierte. Nein. Nein, habe ich doch. Okay, mach bitte zu. Ich weiß es nicht. 27,50 ist so wahnsinnig wenig. Ja, für eine Pizza. Ach, für eine Pizza. Du bist eine Pizzabotin. Und du bist aber angetörnt von mir. Und möchtest eigentlich gerne noch eine Nummer mit mir schieben. Ganz genau, das steht hier. Zieh nach dem Essen gemeinsam ins Bett. Wahnsinn. Ich habe sehr viel gelernt. Ja, ich auch. Sehr viel Freude hatte ich. Ich hoffe, Sie hatten ebenso viel Freude wie wir, meine Damen und Herren. Und wir sehen uns das nächste Mal, wenn es heißt Dinner für zwei. Gute Nacht. Dankeschön.